Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge der LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen wieder unsere Deichmap, die Butchern. Wir stehen hier vor dem Deutz Fahr und der hat hier hinten ein Gerät angehängt von Horsch. Das ist ein Striegel. Und mit diesem Striegel habe ich jetzt was Besonderes vor. Ich gebe zu, ihr seht es. Es ist ein Deutz, ein großer Deutz, den wir mit Sicherheit nicht in unserem Fuhrpark haben. Also, das heißt, ich habe hier einen Auftrag angenommen zum Striegeln eines Feldes. Und zwar Feld Nummer 8. Da fahren wir jetzt mal hin. So, da ist frei. Aber zuvor fahren wir zu unserem Feld, wo wir gerade im Moment den Klaas unterwegs haben, der für uns die Aussaat macht. Der Hafer wird im Moment ausgesät. Und da will ich jetzt mal spaßeshalber testen, ob das geht, dass wir mit dem Striegel, weil wir haben natürlich logischerweise ja nur gegrubbert auf unserem Feld Unkraut. Und dieses müssen wir bekämpfen, wenn wir keine allzu großen Ertragseinbußen letztendlich hinnehmen wollen. Und deswegen würde ich das Ganze mal kurz testen wollen. Hier, das links müsste Feld Nummer 8 sein. Nein, das ist es noch nicht. Ups, und immer ein bisschen auf die Straße schauen. Hinter uns ist, glaube ich, niemand. Das hier ist Feld Nummer 8. Genau, da wächst was und wir schauen mal, wir fahren mal kurz ran. Sudele. Ja, doch, da ist einer hinter uns. Bitte fahren Sie vorbei, danke. Ja, das sehen wir, hier hat es Unkraut. Also, da müssen wir da ein bisschen was runterpflücken, denn der eine oder andere, der vielleicht hier zum Beispiel die Alteiche mal mit angeguckt hat im Livestream, da hatten wir nämlich auch das Problem mit dem Striegeln, dass das Ganze ja doch ein bisschen schwierig ist. Also, eigentlich Striegeln ist so eher eine Geschichte fürs Getreide, meines Wissens, so steht es irgendwo in der Hilfe. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man ja das Unkraut eigentlich nicht sieht, dann tut man sich ein bisschen schwer. Und jetzt habe ich beim Kollegen Sens gesehen, der hat gestriegelt bei Mais zum Beispiel, weil er hat genau dasselbe Problem im Endeffekt auch festgestellt. Und der hat bei Mais gestriegelt und da kann man ja wenigstens das Unkraut sehen, denn er sagt genau das Gleiche. Er würde halt schon gerne das Unkraut auch sehen, damit er es weiß, wo er es auch runternimmt. So, hier ist der Kollege am Sehen. Ich habe die Quere Land ausgeliehen und habe sofort begonnen, hier jetzt mal den Hafer anzusehen. Und wir schauen mal hier kurz rein in unsere entsprechende Bodenanalyse. Unkraut wachsend. Wir sollen es entfernen mit dem Striegel, aber man sieht halt nichts, ne? Und wir wissen ja, das Unkraut ist ja nicht auf dem gesamten Feld. Deswegen müssen wir hier mal reinschauen. So, und zwar hier weiter hinten Unkraut. Und dann müssen wir auf jeden Fall gepflügt rausnehmen und er zeigt überhaupt nichts an. Das ist schon sehr merkwürdig. Also er zeigt ja hier gar nichts an, wo irgendwo Unkraut sein sollte. Aber ich glaube, da zeigt es erst in der nächsten Wachstumsstufe an. Und da haben wir dann eben das Problem, dass wir es dann natürlich zwischen den jungen Pflanzen überhaupt nicht erkennen können, sondern nur über die Karte. Also heißt, wir müssen definitiv über das gesamte Feld fahren. Und das heißt, dass wir nicht mit dem Helfer arbeiten können. So, das ist jetzt ein großer, großer Striegel. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, was er erzählt. A, ob ich es überhaupt darf. B, wenn ich da drüber fahre, ob er dann tatsächlich das Material auch wirklich wegnimmt. Und ich wusste es, das Gerät ist für die Lohnarbeit reserviert. Okay, schade, schade. Also, das ging dann leider nicht. Ja, dann müssen wir uns höchstwahrscheinlich dann mal einen Striegel selber mieten. Dann werden wir uns einen Striegel mieten müssen und dann wirklich gucken, wie wir damit umgehen. Aber die Sache mit Striegel und Hacke ist halt einfach, dass es nicht mit jeder Frucht gut zu machen ist. Wir fahren jetzt rüber zum Feld Nummer 8, werden da striegeln, werden unser Helfer in der Zwischenzeit hier fleißig das Feld ansät. Und dann werden wir es auf jeden Fall noch düngen müssen. Aber das ist kein Problem, das können wir dann selber und zwar mit unserem John Deere. So, und zwar mit dem John Deere können wir das. Der, ja. Jo, wunderbar. Denn wir haben jede Menge Miste und wir haben hier einen Anhänger, um Mist, Kalk und Dünger auszubringen. Und das werden wir dann eben tun mit dem John Deere. So, da fahren wir jetzt drüber. Und das ist eben genau das, was der Kollege meinte, dass man hier wenigstens auch sieht. Wenn das Unkraut entfernt ist, dann ist es schön weg. Und hier bei den Pflanzen, Augenblick mal, wir schauen mal, was ist denn hier? Da ist Baumwolle drauf. Okay, Baumwolle.
Da können wir auf jeden Fall auch striegeln und da sehen wir wenigstens, was Sache ist. Also würden wir Sonnenblumen oder Mais ansehen, also alle Pflanzen, die in Reihe letztendlich ja auch angesät werden, dann hätten wir es deutlich einfacher auf jeden Fall beim Striegeln. Das Problem mit dem Helfer ist halt eben, da ja nicht auf dem gesamten Feld irgendwo Unkraut ist. Das müssten wir eigentlich jetzt hier sehen können, oder? Nee, hier sehen wir es komischerweise auch nicht. Das ist ja interessant. Wir sehen das Unkraut nur als Ganzes, als Fläche. Und wir sehen es gar nicht so als einzelne Inseln, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man mit dem Helfer rüberfährt oder mit dem Helfer rüberfahren will, dass er dann natürlich nicht alles das Feld komplett abfährt, sondern nur die Stellen, wo eben letztendlich Unkraut auch zu sehen ist. Okay, das ist interessant. Das ist insofern interessant, weil das kenne ich jetzt so eigentlich nicht. So, Delle. Und wer von TerraLife schon gehört hat, ein Mod, ein größeres Projekt, das wohl in Bälde kommen wird für den LS22, da wird es dann aber auch so sein, dass wenn man eben Unkraut spritzt, dass es nicht sofort kaputt ist. So wie wir es jetzt hier sehen, wird ja praktisch das Unkraut herausgerupft. Das ist dann sozusagen auf jeden Fall weg. Aber wenn man ja spritzt, dann ist es ja auch so, in der normalen Einstellung oder mit Precision Farming, dass das Unkraut, wenn man drüber geht, sofort tot ist. Aber in TerraLife, in dem Mod, wird es dann so sein, dass das Unkraut erst nach und nach abstirbt. Also auch wieder ein Stück weit realistisch. Okay, also hier haben wir jetzt ein bisschen zu tun. Wir könnten natürlich hier jetzt den Helfer losschicken. Aber den Helfer bezahlen wir ja jetzt schon für unser Feld. Und da oben läuft die Uhr runter. Und ihr seht es ja, wir sind nicht gerade finanziell so gut gestellt. Also wir müssen hier schon ein bisschen auf den einen oder anderen Euro achten. Ja, das Gute ist natürlich auch bei dem Pflänzchen, dass man dann auch gut hier über den Kofferraum, über die Motorhaube gut zielen kann. So, dann fahren wir mal hier außen rum. Und bringen das mit dem Vorgewende. So, 28%, hervorragend. Ist schon hier abgearbeitet. Jo, dann tun wir uns nämlich ein bisschen leichter. Wenn wir hier schön hier die Reihe entlang fahren können. Ja, das Thema TerraLife wird sehr, sehr interessant und spannend. Ich habe davon gar nicht so oft gehört bisher. Und das scheint ja ein Projekt zu sein, wo schon seit über einem Jahr dran gearbeitet wird. Sowas ähnliches wie dieser Seasons-Mod für den LS19, LS17, glaube ich, gab es den auch schon. Dass man eben dann mit Jahreszeiten spielt und dass man auch mit mehr Tieren arbeitet. Und die Tiere können eben dann auch, wenn man sie nicht füttert, ja, sterben. Und da muss man eben auch bei der Aussaat auf die Witterung achten. Wenn es zu kalt ist, geht ja die Aussaat nicht auf. Und wenn zu wenig Feuchtigkeit ist und so ähnliches. Also deutlich halt ein Mod, der in den Bereich Realität geht. Und sowas ähnliches kommt jetzt hier auch eben für den LS22. Nur deutlich aufwendiger, so wie es scheint. Das heißt, es wird dann eben nicht mehr 12 Monate geben. Beziehungsweise die Monate werden definitiv in 48 Wochen oder das Jahr in 48 Wochen unterteilt. Und das hilft dann wiederum, dass es dann noch mehr Wachstumsphasen gibt als die jetzigen. Das heißt, da soll es dann 22, 24 oder sogar noch mehr Wachstumsphasen für die einzelnen Fruchtsorten geben. Und es wird auch deutlich aufwendiger dann die Tiere zu füttern, weil es wird auch viel, viel mehr verschiedene, zum Beispiel Grassorten oder ähnliches geben oder auch Mais und so weiter, um dann eben die Tiere gezielter, je nach Alter, dann auch entsprechend zu füttern. Und das Spannende mit dem Alter ist dann auch, die Tiere wird es dann auch in Anführungszeichen in verschiedenen Wachstumsstufen geben, auch als Animation. Und was ich auch spannend finde, dass man eben jetzt auch bei der Ernte ein bisschen darauf achten muss, wann man erntet. Das wird auf jeden Fall auch sich auswirken auf den Ertrag. Und wenn man zu spät zum Beispiel erntet, kann es eben jetzt auch sein, dass durch Sturm niedergelegtes Getreide ist und dadurch natürlich auch entsprechende Erträge flöten gehen. Also wie gesagt, TerraLife, einfach mal reinschauen. Da gibt es das ein oder andere Video. Wie gesagt, nicht allzu viele Informationen interessanterweise.
Aber das Ganze wird wohl kommen. Ob es jetzt noch für den 22er kommt, das bleibt natürlich auch ein bisschen dahingestellt, weil ich meine mal, der nächste LS steht ja sozusagen in den Startlöchern. Und ich denke, bei der Farmcom, da wird es dann vieles, vieles auch diesbezüglich dann zu hören und zu sehen geben. Alle denken ja schon, es wird wohl ein LS25, weil man eben zukünftig so im Dreijahresrhythmus wohl arbeiten wird. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wie es dann aussieht. Auf jeden Fall eine interessante und spannende Geschichte. Ist natürlich jetzt dann auf der anderen Seite auch mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Und ob das Ganze auch für Konsolen kommt, das wage ich dann wohl eher auch zu bezweifeln. Denn es ist sehr, sehr aufwendig gestrickt. Und da denke ich halt, das wird eher eine Sache rein für die PC-Spieler sein. Und ob man das dann will oder nicht, weil es ist dann schon extrem kleinteilig. Und man muss da schon wirklich sehr, sehr gut planen. Natürlich für alle, die realistisch spielen wollen, eine interessante Geschichte. Und es ist wie immer, man kann sich natürlich immer überlegen, was man für einen Mod installiert und wie man dann eben spielt. So, ich will mal ganz kurz rüberspringen. Was macht denn... Ah, okay. Sehr schön. Wunderbärchenklärchen. Dann machen wir hier mal weiter und schicken mal den Helfer los. Weil dann könnten wir ja noch ein schönes Thumbnail machen. So, zack. Ja, das sieht doch gut aus. Der Deutz auf dem Feld. Hervorragend. Bitte lächeln. Ich danke. So, am Ende des Feldes übernehmen wir den wieder selber. Ja, ich habe es in der letzten Folge ja schon ausgeführt. Wir werden also jetzt hier auf unserem kleinen Stück Feld hier ein bisschen Hafer ansehen. Damit wir dann eben, so, ich übernehme wieder selber, damit wir dann eben in den Bereich, ja, zum einen Stroh kommen, aber zum anderen natürlich auch ein bisschen, ich hoffe, Futter für unsere Hühner. Wobei das Thema eben ist, Getreide geht im Moment noch nicht. Interessanterweise ist hier jetzt die Fruchtfolge, beziehungsweise im März können wir kein Weizen oder Gerste aussäen, sondern erst dann im August, glaube ich. Aber das würde mit dem Hafer sehr, sehr gut passen, denn wenn der geerntet wird, das geht relativ zügig, dann können wir auf jeden Fall Getreide aussehen, Weizen zum Beispiel. Und das hilft uns natürlich auch auf jeden Fall für die Hühner und um Stroh zu bekommen für unsere Kühe zum Einstreuen. So, ob sich das Ganze allerdings rechnen wird unterm Strich, das werden wir dann sehen. Den Grubber für die ganze Feldarbeit, den konnte ich Gebrauch kaufen. Die Sämaschine, die habe ich jetzt gemietet. Wir werden dann höchstwahrscheinlich auch den Striegel mieten, außer es gibt was Interessantes. Ich meine, im Moment ist es ja so, ist ja übersichtlich das Feld, also können wir da arbeiten. Aber für die Ernte werden wir dann uns definitiv einen Lohner holen, der uns das Feld aberntet. Ich hoffe zu einem vernünftigen Preis, sodass dann unterm Strich hoffentlich auch ein bisschen was stehen bleibt. So, wie weit sind wir denn? 82%. Ja, das kriegen wir doch hin, das kriegen wir gewuppt. Ja, und auf der anderen Seite läuft der Zähler für unseren Helfer, der ja drüben ansät. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch düngen. Und da haben wir Miste. Gülle, da fehlt uns noch das Güllefass. Also auch da muss ich ein bisschen die Augen offen halten. Ja, jetzt haben wir hier einen Streifen stehen lassen, aber ich denke, das macht jetzt nichts. So, für Gülle müssen wir mal schauen, dass wir bei Gelegenheit da einen Fass kriegen, denn düngen können wir ja immer. Ansonsten ist es ja so, dass man als neuer Farmer hier, da hat einem der gute Kalle auf jeden Fall 2000, das habe ich erst auch noch gar nicht gesehen, Mineralfutter mitgegeben für die Kühe, 2000 Dünger und 2000 Saatgut. Und so mussten wir zumindest schon mal das Saatgut nicht bezahlen, mit dem wir jetzt hier zum ersten Mal aussehen. Jo! Wunderbar! Die schöne Map hier vom Kalle. Und im Livestream spielen wir ja zurzeit die Alteiche, die neueste von ihm. Die neueste Kreation. Auch eine wunderschöne Map, die deutlich seine Handschrift trägt. So, 92%. Na, also, dann kriegen wir hier wenigstens, ich weiß gar nicht, für wie viel haben wir eigentlich das Ganze hier angenommen. Muss ich gerade mal reinschauen, was wir hier eigentlich verdienen. Aber eventuell kriegen wir damit natürlich das Geld wieder rein für die Miete.
für die Miete der Saatmaschine. Das waren so 1700. Dann hätte sich hier die ganze Sache ja doch insofern gelohnt. Ja, wir müssen sowieso mehrere Aufträge noch hier abarbeiten. Es gibt jetzt im Moment ein paar Düngeraufträge. So kommen wir wenigstens an Geld, damit wir unsere 2000 Euro Schulden abarbeiten können. Okay, wir können hier zusammenpacken. Wir schauen mal kurz rein in die Aufträge. 850 nur. Naja, okay. Und wir haben die Maschine auch noch ausgeliehen. Stimmt, Mietkosten. Also ich sehe gerade, da ist jetzt nicht allzu viel übrig geblieben. Aber wenn wir hier die Düngeaufträge machen, dann werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rauskriegen. Naja gut, die Idee war natürlich hier auch im Endeffekt zu schauen, dass wir vielleicht mit dem Ding hier das Unkraut auf unserem Feld hätten bearbeiten können, aber dem war leider nicht so. Also okay, dann würden wir hier den Auftrag abschließen, haben dann wenigstens noch ein bisschen was. Ja, 245, außer Spesen nichts gewesen. Wir springen mal rüber und der Kollege ist soweit auch fertig, wenn ich das sehe. Lass mich mal schauen, weil es ist 10.59 Uhr. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wenn wir in die nächste Stunde kommen, wie sieht's denn aus? Lasst mich mal schauen. Ne, wir müssen ja da rein. Ja. Okay. Ja, das steht gar nirgends, weil man das Gerät ja ausgeliehen hat. Wenn, dann müssten wir, glaube ich, eher hier reinschauen. Also Miete, 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 Lohnzahlung, Miete, Miete, Miete. 1759. So, wir schauen mal ganz kurz rein. Hier, wie es denn aussieht von der Karte her. Zack. Ja, da müssen wir einmal noch rumfahren, das sehe ich schon. Einmal noch von Hand rumfahren. Denn die Maschine kostet uns so oder so Geld. Und dann ist, denke ich, gut. So, zack. Ja, dann fahren wir einmal hier rum. 3 Meter, das heißt, wir müssen schauen, dass praktisch der linke Kotflügel hier am Rand entlang fährt. Dann sollte das passen. Okay. So, hier müssen wir bestimmt auch noch ein bisschen Vorgewende machen, oder? Mal sehe ich gerade. Augenblick, Augenblick. Zack. Ah, ja, da können wir noch ein bisschen Vorgewende machen. Aber wenn ich das hier richtig sehe, ist das hier, ist da was angesät? Hm. Kurz anheben. Ich würde ja trotzdem nochmal rumfahren wollen. Also irgendwie sieht das mir merkwürdig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich angesät ist. Das scheint noch gegrubert. So, dann machen wir doch einfach hier noch einen Streifen. Okay. Sicher ist sicher. Hier auf der Karte sehen wir es leider nicht. Ja doch, da geht ein bisschen Saatgut raus. Okay. Also, dann wird er auf jeden Fall. So. Die Ecke hier, die lassen wir doch frei. Und hier fehlt auch noch ein Streifen. So, und wenn ich das hier richtig sehe, ist das auch noch nicht bearbeitet, oder? Ja, ja, klar, da wächst nichts. Da wurde noch nicht ausgesät. Das heißt, da können wir auch noch mal ran. Sehr gut. So, aber ich glaube, jetzt können wir es gut sein lassen.
Weil das, was da jetzt noch ist, obwohl, da können wir auch noch mal ganz kurz rüberfahren, dann ist es auch erledigt und das bringt uns noch mal 2, 3 Halme. So, jetzt müssen wir natürlich auf jeden Fall das Saatgut hier ausladen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob das so funktioniert. Ja, das wird vermutlich so nicht funktionieren, oder? Nee, da kauft man ein. Hier reinladen als solches geht, glaube ich, nicht. Ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Ganze da vorne entladen. 1649, also da haben wir ja nicht allzu viel gebraucht. Hier vorne sind die Big Bags und ich vermute, der wird das als Palette hier rauswerfen, oder? Ah, als Big Bag. Okay, alles klar. Dann auch an der Stelle auf jeden Fall das Gerät wieder zurückgeben. So, Düngesteuer und Tierhaltung, die beiden haben wir noch gemietet. Das Gerät geht zurück, aber gefällt mir ganz gut, diese Drill-Dingens-Gedönsen-Palaver. Und dann sage ich mal so, dann sind wir erstmal wieder durch. Wir haben unser Feld angesehen, das muss jetzt noch gedüngt werden. Und dann geht es in den normalen Kreislauf mit Unkrautbekämpfung und dann hoffentlich eine ertragreiche Ernte. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war's von der Butschan, unser Projekt am Deich. Ich sage Dankeschön, Dankeschön und tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.